Jo, und damit herzlich willkommen zurück. Mitten ins Getümmel. Ich habe direkt weitergespielt, das heißt, keine Pause für mich. Direkt weiter. Ich glaube, ich muss gerade nochmal nachgucken, wie man Granaten wirft. Das ist nämlich in dem Fall sehr, sehr nützlich. Na, 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 na. Das habt ihr nicht gesehen. Das ist ein Spoiler. Kann ich gar nicht nachgucken. Das ist Nahkampf. Das ist Dash. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe rausgefunden, wie man Granaten wirft. Das ist sehr angenehm. Und die haut auch ziemlich gut rein. So, euch wollte ich jetzt zuerst weghauen. Ich glaube, diesmal kommen wir ein bisschen besser zurecht. Landungsschiff im Anflug. Da ist schon das zweite Landungsschiff und wir haben noch volle Heilung. Das sieht nicht so gut. Definitiv besser. So, die Kombo macht kurz einen Prozess mit den kleineren Orks. Auch in Gruppen, das ist ziemlich gut. Und da kommt wieder der Dicke. So, diesmal kriegen wir den aber. Komm mal, Junge. Kriegen wir hin. Okay, ich weiß, warum wir eben so gestorben sind. Oh, da muss ich Button mashen. Alter, das ist nicht gut. Ich krieg ein bisschen aufs Maul. Da muss ich wieder ein bisschen reinkommen. Das lief nicht gut. Drinnen, aber die Tür ist zu. Lasst uns bestimmt durch. Imperiale Armee. Wir sind Ultramarines. Öffnen Sie die Tür. Puh. Space Marines. Was habe ich gerade noch so hinbekommen? Munition sieht auch nicht gut aus. Es lief nicht gut. Also merken die Großen immer Backmaschen. Grün heute kommt von Süden hierher. Ein verdammter Gott hat vorletzte Nacht ein Messer in Sauds Kehle gesteckt. Ach ja, die Goblins heißen gar nicht Goblins, sondern das sind sogenannte Grotz. Genau. Bei Fantasy sind es Goblins. Ja, gut. Dank dem Imperator. Ich bin Leutnant Mira, 203. Kadianisches Regiment. Captain Titus von den Ultramarines. Sie haben das Kommando? Nur ich bin übrig, es sei denn, meine Kommandanten erheben sich aus ihren Gräbern. Sie scheinen sich dort jedoch wohl zu fühlen. Leutnant, die Scouts sind zur Sturmbasis zurückgekehrt. Wie viele? Zwei. Verdammt, ich hatte 10 geschickt. Das verdammte Geschütz. Uns fehlen die Leute für einen Angriff. Und wie Sie vielleicht bemerkt haben, schießt das Geschütz unsere Unterstützung ab. Deshalb sind wir hier. Wir kümmern uns drum. Kommen Sie mit mir. Aber ich warne Sie, meine Lords. Wir haben hier unten ein kleines Ork-Problem. Wie wir sehen, hier unten läuft es gar nicht so gut. Zum Glück sind wir jetzt hier. Adeptus Astartes. Ah. Zugriff autorisiert. Sehr angenehm. So, mit T wechsle ich jetzt in den Wildheitsmodus und mache eine Weile mehr Schaden.
Nur, dass ein paar Trupps den Titan Invictus bei Manufaktorum Ajakis bewachen sollten. Aber das ist 2 Wochen her und der Kontakt ist abgerissen. Wir müssen den Titan erreichen. Der schnellste Weg führt über die Eisenbahnbrücke hinter dem Geschützkomplex. Er führt direkt zum Westtor des Manufaktorums. Gut, mit der Wildheit machen wir, wie gesagt, eine ganze Weile ziemlich heftigen Schaden. Muss ich dann allerdings erstmal wieder aufladen. Auf einer verdammten Fabrikwelt und kein Tech-Priester in Sichtweite. Gut. Jetzt haben wir sogar ein bisschen Unterstützung hier. Das ist natürlich eine unangenehme Sache. Da kommen ganz schön Orks raus. Aber wie gesagt, Orks und Horden sind ja auch kein Problem. Notfalls haben wir noch unsere Wildheit. Das geht alles noch klar. Den hat's auf jeden Fall zersägt. So. Läuft aber wieder ganz gut. Munition ist bei 303. Das geht. Neue Granaten sehr gut. Neue Munition. Ja, 330 ist auch das Maximum, deswegen. Und da sind noch mehr Bohrer. Ah, das heißt, mehr Orks. Okay. Die war interessant. Na gut. Irgendwie habe ich ja fast die Vermutung, dass hier noch was drin ist. Ich glaube, da lag sogar mal so ein Servo-Schädel dran. Die Jungs kriegen erstmal eine Granate. Hat sich nicht gelohnt. Nee. Also hier haben sie es wieder unter Kontrolle. Das sieht doch ganz gut aus. Gut, gut, gut. Oh, und das hier ist ein schwerer Beutel. Den wollen wir natürlich haben. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Können wir damit die auch zerlegen? Ich glaube nicht. Lass mal das Witze schießen hier einfach. Ist ja egal. Ist egal. Ich wollte mal gucken, ob man mit R upgraden kann. Das steht nämlich teilweise dabei. Oh, ich glaube, das geht. Die Orks halten die Gräben hinter den Ruinen und die Stellungen dahinter. Und den können wir natürlich mitnehmen. Die Orks nahmen sie ein, kurz nachdem wir ankamen. Vor etwa 2 Wochen. Unsere Einheit war die einzige, die landen konnte, bevor sie die Überhand gewann. Und jetzt kommt keins unserer Schiffe an dem Geschütz vorbei. Mit dem schweren Beutel in der Hand sind wir natürlich auch nochmal ein bisschen heftiger, schwerer unterwegs. Wir können nicht mehr rollen. Ja. Machen dafür aber einen Heidenschaden. Das ist echt heftig. So. Verbrennen können wir auch nicht. Nee. Das ist dann unser Nahkampfangriff. Ist ein bisschen eingeschränkt. Geht aber noch klar. Geht klar. So. Noch irgendwo ein Schädel? Nee. Okay. Und der nächste Waffenschrein. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Oh. Das hier ist eine sehr, sehr schöne Kleinigkeit. Nämlich im Grunde genommen ein Scharfschützen-Beuter. Oh. Und jetzt müssen wir, glaube ich, sogar direkt das Ding einsetzen. Schauen wir mal. Da sind die Orks in die Batterie eingebrochen. Wir haben es nicht hineingeschafft. Wir sind einfach nicht genug. Sie haben so lange alleine überlebt, Leutnant. Das haben Sie gut gemacht. Sie sind nicht mehr allein. Wir holen das Geschütz zurück. Sie bekommen Ihre Verstärkung.
Ich verlasse mich auf Sie, Captain. So. Wir gehen zurück zum Kommandoposten, Captain. Viel Glück. Versorgungen in Sektoren 29, 30 und 34. Alles klar. Verletzte Arbeiter müssen sich in Sektor 46 behandeln lassen. Ah, okay, Kopfschüsse müssen wir. Ja, ich bin so gut im Ziel. Ich spiele so wenig Shooter. Das ist ein bisschen traurig teilweise. Noch eine Welle Orks. Obwohl ich ja demnächst irgendwann mal Borderlands 2 spielen will. Orks auf den oberen Ebenen. Mal gucken. Komm raus. Zack. Okay, das läuft ganz gut. Solange sie sich nicht bewegen, läuft's gut. ja. Jut, jut, jut. Bisher wieder erstaunlich wenig Orks. Ich glaube, da kommt demnächst noch eine ganze Menge. Ich glaube, da vorne müssen wir weiter. Hä? Nee. Hä? Na, ja gut, da war ich missbilligt. Oh, wo es hier noch überall lang geht. Okay, hier sind wir richtig. Okay. Gucken wir doch mal, was uns hier entgegenkommt. Das ist so trügerig ruhig. Das gefällt mir eigentlich weniger. Aha. So. Der hat sich spontan weggedreht. Wieso der fiese Ork hier. Und ich finde einfach keine Schäde mehr. Ich glaube, die bleiben tatsächlich aufgesammelt, wenn man sie einmal hat. Außer der da vielleicht. Das Schiff aus dem Orbit bringen, Pilot. Leutnant Mira. Die Orks haben unsere Verstärkung abgeschnitten. Verdammt. Ich schlage vor, wir verlegen die Einheit zu einer besseren Position, Sir. Gut. Achten Sie. Holt das Space Marines. Das sind die Space Marines. Ja, dann holt auch. Sonst mache ich einfach das hier. So, habt ihr jetzt davon. Selber schuld. Och nö, einzelner Ork. Alter, das ist echt ein bisschen eklig. Sowas? Sowas ist nötig, um Ork zu töten? Ich denke, das reicht. Boah, selbst. Selbst ein einfacher Schuss zersammelt ihn auch sehr heftig. Alter Schwede. Kann man die einfach so zerstören? Die kann man einfach so zerstören. Nice. Gut, dann haben wir mit den Dingern kein Problem. Und da sehe ich schon den nächsten Servoschädel. Läuft ja. Läuft. Persönliche Nachricht, Soldat Alexander. Ich beeile mich. Die Orks erwischen uns heftig. Wir sind in der Unterzahl. Für jeden toten Bastard scheinen ein Dutzend neue zu kommen. Und mein Kamerad Gareth. Mein Ork hat sein Bein abgehakt. Er ist verblutet. Ich konnte nichts machen. Sobald wir durch diese Gänge gekommen sind, gehen wir durch das Loch, das der Brocken hinterlassen hat, in die Festung. Ja, zum Thema Brocken. Ich glaube, den sehen wir noch früh genug. Altbewährte Ork-Taktik. Nicht schön, aber effektiv. Ach komm. Ja, ich sag ja, solange sie sich nicht bewegen. Verdammt. Ich glaube, ich muss das nochmal ein bisschen üben. Huch, das wollte ich machen. Oh. Noch ein paar Granaten, die sind voll. Lass mal. Dann weiß ich ja, was die nächsten Orks ins Gesicht bekommen. Munition brauchen wir auch noch nicht unbedingt. Es ist so ruhig hier. Wohl. 22 Schuss, 19 Schuss. Plus das Magazin. Nee, komm. Ich will. Ist okay. Ja, hat sich gelohnt.
Ist auf einen Schuss voll. Perfekt. Oh. Da sind endlich noch ein paar Orks. Holt aber auch Zeit. Das war gut. Okay. Das war schnell. Schnell und effizient. Nee, hier ist auch nix. Nee. Nee. Nee, nix. Hier hinten. Nee. Oh, komm mal weiter. So. Ja, falls ich mal ein paar von den Servoschädeln übersehe, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich zumindest mal, falls ich irgendwann ein Video machen sollte. Ne? Schauen Sie sich die Kabel an. Die versorgen wohl Orkfallen auf dem ganzen Schlachtfeld. Die erscheint tatsächlich ein ziemlich raffinierter Ork dahinter zu stecken. Weil Sturmunterstützungskapseln wurden in dieser Gegend abgeworfen. Weil solche Sachen machen die normalerweise nicht. Die gehen kloppen und plündern und gut ist. Oh ja. Oh ja. Jetzt beginnt der Spaß. So, Leertaste gedrückt halten, dann kann ich ein Stück weit fliegen. Ich kann halt so einen Schmetterangriff und das ist sehr, sehr cool. Ich bin halt auf Boltpistole und Nahkampfwaffe beschränkt. Sie nach oben, Captain. Wir kümmern uns. Aber das reicht eigentlich vollkommen aus. Ja gut, fliegen ist was anderes, aber trotzdem, die Sprungreichweite ist ganz okay. Das ist der Schmetterangriff. Da haben wir gleich ein bisschen Spaß. Ungefähr so. Machen wir denn einen Ork? So. Die mit dem Raketenwerfer wollen wir natürlich ganz schnell zacken. Die können nämlich sehr unangenehm werden. Und zwar sehr unangenehm. Raketen machen nämlich auch Schaden. Putz! Aber der Schmetterangriff ist schon richtig gut. Oh ja. Das einfach mal die Gegner zerlegt, das ist super. Oh, das war zu kurz. Schade. Und den machen wir nochmal einen Todesstoß. Zack. Ich glaube, die Jungs da unten haben ein bisschen Probleme. Da gehe ich mal dazwischen. Das sieht doch ganz gut aus. Noch ein Todesstoß. Würde ich auch nochmal. So. Hoch. Ja, gut. Oder ich tritt dich einfach quer durch die Wand. Tod ist tot. Oh ja. Also an Sprungmodulen habe ich echt Spaß. Super geil. Auch wenn ich manchmal die Reichweite ein bisschen unterschätze, überschätze. Oh, im Groben und Ganzen passt das. So. Na. So.
Da sind auch Ork-Massen überhaupt kein Problem, die sind schnell erledigt. Das ist ziemlich geil. Und dich auch nochmal zur Säbel. Na komm, so. Geht doch. Gut. Also manchmal tun die Grünhäute mir fast ein bisschen leid. So. Wo geht's weiter? Ah, ich glaube hier oben. Ja, ich guck mal. So. Ich glaube, wir kommen mal einfach aus dem Oben. Ja, komm mal. Nee. Ist hier noch ein Schädel? Nee. Okay. Dann kommen wir ja weiter. Huch. Endlich, da ist der Brocken. So. Kein Platz für das Sprungmodul, Captain. Der Brocken hat die Orks direkt in die Festung gebracht. Jetzt ist mein gutes Sprungmodul wieder weg. Aber ich sehe gerade, das Kapitel ist gerade zu Ende und mein Timer ist fertig. Deswegen würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns morgen. Bis dahin, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Alles klar, einen schönen Tag noch. Bis dahin und tschüss.